Mann, 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 Mann. Sind die Steuern aber wieder nicht gut gelaufen im letzten Jahr? Wird immer so getan, aber das passt doch alles nicht. Sag mal, weiß einer, was da bei den Steuern gelaufen ist? Müsst ihr doch wissen, oder? Nee, Otto, da musst du doch die Finanzer fragen. Ach, die Finanzer. Haushälter, Finanzer, ist da ein Unterschied? Wir klären das mal. Mal im Ernst, es gibt da einen wesentlichen Unterschied und den müssen wir klären. Also, was macht man? Man geht im Zweifel zum Finanzer. Und der Finanzer, den ich jetzt besuche, ist mein Büronachbar. Und da sind die Wege ganz kurz. Na, dann wollen wir uns mal auf den kurzen Weg machen. Tja, mitnehmen, gucken. Sag mal, ist der Steuerfuzzi da? Hör mal, ich habe ein Problem. Otto. Ich wollte mit dir sprechen. Ja, dann lass uns mal sprechen. Markus, ich werde ja manchmal angesprochen, der Otto, du als Finanzpolitiker. Das würdest du wahrscheinlich als Beleidigung empfinden, wenn ich als Finanzpolitiker angesprochen werde. Natürlich nicht. Wo ist die genaue Differenzierung, so wie du das jetzt in den ersten anderthalb Jahren erlebt hast? Der Finanzausschuss kümmert sich um die Einnahmen und der Haushaltsausschuss um die Ausgaben. Was macht ihr denn im Finanzausschuss? Ja, wir kümmern uns um alle Steuergesetze, die sich so in Deutschland ergeben. Das heißt aber, wenn ich dich erkenne, du sagst dann eher, wo nimmt man weniger und. Natürlich, wir müssen ja sehen, dass wir den Leuten nicht zu viel aus der Tasche nehmen, ja. Das heißt aber die ganze Bandbreite der Steuern? Alles? Erbschaftssteuer, Biersteuer? Letzten Endes alles, was nicht in originärer Länderhand ist. Jetzt habe ich festgestellt, dieses Jahr, bei der Mehrwertsteuer ist nicht so viel reingekommen, wie man gedacht hat. Und Ja. bei der Kapitalertragssteuer ist nicht so viel reingekommen. Woran liegt das? Habt ihr schlechte Gesetze gemacht? Es liegt nicht immer an den Gesetzen. Teilweise ist die Konjunktur natürlich ein bisschen abgeflaut. Dann kommt weniger Geld rein. Na, wollen wir mal gucken, wie das so weitergeht. Macht ihr nur Steuern? Ich meine, das ist ja eigentlich bequem. Nur so ein paar Steuern ist ja nicht so viel, oder? Mehr Das habt ihr nicht. wäre eigentlich schon genug, Ja, ich habe schon aber. überlegt, wofür das so ist. Ja, aber wir machen natürlich auch noch andere Sachen. Wir haben diese ganze Finanzmarktpolitik bei uns, die Regulierungspolitik, Bankenregulierung etc. Also du kümmerst dich darum, dass die Sparkasse älteren Menschen noch Kredite gibt, zum Beispiel. Zum Beispiel auch, ja. Ja, Markus, danke nochmal. Dann gucken wir mal. Ich nehme das dicke Buch mit. Aber weißt du, da Sehr du ja so gerne. gerne liest, ich habe, guck mal, hierher ist der Jahresabschluss 2018. Da kannst du mal gucken, wie viele Steuern reingekommen sind. Das ist Und nett. das ist nur ein kleiner Das Abschluss. ist Der nett. eigentliche Abschluss ist natürlich Wenn du viel. Hilfe brauchst, immer gerne. Okay, gut. Also, ciao Jo, und ciao, ciao. bleib sparsam. Markus, du alter Steuereintreiber. Otto, du alter Geldausgeber. So, mach mal, ich habe noch mal über unser Gespräch nachgedacht. Ich werde jetzt immer gefragt, welches ist denn der wichtigere Ausschuss von den beiden? Ah, ich finde, sie sind beide sehr wichtig. Ja, habe ich auch, aber weißt du, da ist mir was aufgefallen. Guck mal, da sind die doch. Guck mal, da unten im Souterrain, das Ja. seid ihr, Finanzausschuss. Ja. Und da drüber in der Beletage mit dem schönen großen, das ist der Haushaltsausschuss. Ja, ihr braucht ja auch eine gewisse Höhe, um das Geld zum Fenster rauswerfen zu können.